Stell dir mal vor, du wärst nicht der Entwickler des Spiels, sondern ein normaler Gamer. Über welche Aspekte willst du dir bezüglich des Spiels Gedanken bzw. Sorgen machen? Und besinnst du dich dann an einem Punkt wieder zurück, an dem du denkst, das wird schon alles? Die Größe des Spiels ist sehr beeindruckend. Es ist solch ein großes und umfassendes Spiel, dass es schwer ist, es in vollem Umfang zu erfassen. Wir füllen die Spielwelt mit wirklich viel Inhalt, wobei wir auch gleichzeitig versuchen, dass das Spielerlebnis für den Gamer plausibel und schlüssig ist. Der Spieler soll viel erleben und sich dabei mit vielen Dingen beschäftigen. Wie kann ich fahren und schießen und dabei gleichzeitig auch noch hacken? Das ist die Herausforderung. Wir wollen ein Spiel kreieren, welches den Spieler fordert, aber parallel dazu simpel ist und intuitiv funktioniert. Ihr benutzt anscheinend ein ähnliches Spielsystem wie bei Far Cry 3 mit den Kontrollräumen und den Funktürmen. Wie viele wird es davon geben, beziehungsweise wie groß wird die Stadt sein? Das Spiel ist dahingehend vielleicht ähnlich, wie du deine Fortschritte innerhalb des Spiels machst, aber im Grunde machen wir in Watch Dogs etwas komplett anderes. Wenn du in Watch Dogs ein Netzwerk nicht hackst, dann hast du keinen Zugang zu der damit verbundenen Technik. Wenn du in einem Netzwerk drin bist, kannst du die Stadt und das Netzwerk nutzen, um Spieleinhalte zu finden. Dadurch findet der Spieler mögliche kriminelle Aktivitäten, die er bekämpfen oder Aufgaben, die er erfüllen kann. Wir hatten das Ziel, dass der Spieler seine Umwelt kontrollieren und beeinflussen kann. Über die digitale Informationsflut bezieht er frei nach Belieben seine Aufgaben. Sind die möglichen Aufgaben, die ihr generiert, endlos oder gibt es nur eine bestimmte Anzahl an Quests? Sowohl als auch. Es gibt Aufgaben, die abgehakt sind, wenn diese erledigt wurden. Gleichzeitig ist die Stadt aktiv und lebendig, wodurch die Aktivitäten gegen die Kriminalität endlos sind. Dadurch, dass der Spieler E-Mails und Telefonanrufe in seiner Umgebung durchleuchten kann, ist es möglich, dass er immer wieder neue Aufgaben findet, und dies ist überall im Spiel machbar. Wir haben versucht, dem Spieler viele verschiedene Szenarios zu geben, und als Charakter hat man dann selbst die Wahl. Wenn du mitbekommst, dass ein Verbrechen oder ein Mord bevorsteht, was machst du dann? Wirst du es ignorieren? Wirst du etwas dagegen unternehmen? Es geht letztlich um den Spieler und wie er mit seiner Umwelt interagiert. Bisher haben wir nur die Verfolgermissionen gesehen. Was für weitere Missionstypen wird es geben? The things that we have mentioned is car chase, foot chase, combat. It actually goes, they can even call for help. So I can go into full car. In der Hauptkampagne wird es auch Missionen in Innenräumen geben. Es wird Story-Missionen und frei erkundbare Stadtmissionen geben. Wenn du nicht gerade in einer Hauptmission steckst, in der es viele Kämpfe, Schießereien und Hackings gibt, bist du in der frei begehbaren Open-World-Stadt unterwegs. Das Spiel bietet daher eine sehr große Varietät an verschiedenen Missionen und Missionstypen. The answer is yes to both. Well, there's a lot of variety. You can go in places, a lot of things to see. But essentially, if you're doing main missions or campaign missions, it's the activities that are similar. It's always using the combat, the shooting, the animation, and the hacking. So all of these are for the player, and a choice to the player to how to solve these problems in one of these missions. We saw these kind of progression system as there were flashes of XP. Welche weiteren Vorteile bietet dem Spieler das Hacken, außer dass er dadurch neue Aufgaben erhält? Stuff like hacking different systems, but there'll also be like getting better with guns or having more health. There's three main axes. There's the economy,
Mit der Zeit werden die Fähigkeiten des Hackers immer besser, wodurch der Spieler immer weitere Möglichkeiten besitzt. Dabei sind drei Dinge am wichtigsten. Die wirtschaftlichen Vorteile, indem der Spieler zum Beispiel Geld generiert, die Perks, die er erlangen kann, mit denen er physisch stärker wird, und neue Technologien, mit denen der Spieler zum Beispiel ganz neue Möglichkeiten zum Hacken hat. Kleine RPG-Elemente sind daher in Watch Dogs zu erkennen. Während der Präsentation habt ihr das Reputationssystem erwähnt. Wie soll das funktionieren? Das Reputationssystem ist eine Art Feedback für den Spieler. Als Freischärler hast du die Wahl, wie du Probleme löst. Ob du nun Gewalt anwendest oder jemanden der Polizei überlässt. Die Medien und die Menschen reflektieren deine Art zu spielen durch ihre Berichterstattung und Unterhaltungen, wenn du nun rücksichtslos bist oder nicht. Du bist der Spieler und du spielst, wie du spielen willst, und das Spiel lässt dich auch so handeln, wie du willst. Wir urteilen nicht über deine Spielweise. Ob du nun Vorteile erhältst, weil du etwas Gutes tust oder eben nicht, ist dir überlassen. Wir geben dir nicht vor, ob dieses oder jenes der richtige Weg ist. Also urteilt durch das Reputationssystem nicht nur das Spiel, sondern nur die Spielwelt über dich. Exakt, die Medien und die Social-Media-Plattform bewerten dich. Die Stadt wird dann gegebenenfalls sagen, oh, der Typ ist gefährlich. Wie groß ist eigentlich der Anteil an Dialogen, die ihr aufgenommen habt? Ich kann es nicht genau sagen, doch es sind wirklich eine Menge. Du kannst den Leuten auf der Straße teilweise stundenlang zuhören, während sie sich über den unbekannten Retter der Stadt unterhalten. Zudem kommen noch die ganzen Textnachrichten und Telefonate dazu. I do not know the specific problem, but it's a lot. We don't want it to be a problem. Also meinst du, dass man mit Watch Dogs monatelang spielen könnte und es immer noch Spaß macht, da die Aufgaben immer wieder neu generiert werden? We definitely want to give a lot of hours of gameplay. Wir wollen dem Spieler auf jeden Fall eine große Menge an Spielzeit präsentieren. Wir wollen ihm alles geben, was er zum Spielen braucht. Willst du eine starke Geschichte, dann hast du sie. Wenn du viel rumfahren und dich mit Nebenaktivitäten befassen willst, dann hast du das auch. Willst du einen Multiplayer, dann hast du den auch. Und es ist uns wichtig, dass der Spieler die Auswahl hat und sich frei nach Belieben ausleben kann. Du hast bereits den Multiplayer-Aspekt des Spiels erwähnt. Wie soll das funktionieren, wenn jeder seine eigene Geschichte in diesem Spiel erlebt? Wir wollen die Trennwand zwischen Multi- und Singleplayer einreißen und ein einheitliches Spielerlebnis schaffen. Warum sollte ich mein Spiel unterbrechen und dann übers Hauptmenü ein Multiplayer-Spiel betreten? Single und Multiplayer läuft in der gleichen Spielwelt ab. Jemand könnte einfach deinem Spiel beitreten, dich hacken, während er selbst eine Mission mit dir erfüllt, und ist wieder weg, ohne dass du wusstest, dass jemand aktiv beteiligt war. Dabei geht es im Multiplayer auch nicht nur ums Töten von Gegnern. Diesbezüglich werden weitere Details folgen. Der Spieler kann auch hier während des Spielens einfach entscheiden, ob er ein alleiniges Spielerlebnis haben will oder mit anderen interagieren will. Es hört sich so an, als hättet ihr euch bei diesem Aspekt von Dark Souls inspirieren lassen. Viele Spiele bieten derzeit soziale Knüpfpunkte. Wir wollen, dass dir das Spiel viel mehr Möglichkeiten bietet, wenn du online bist. Es sollte ein positiver Vorteil sein und Spaß bieten, auf diversen Plattformen miteinander zu spielen.
on a tablet, on iOS, on Android, or I could play with someone on a multi that it's not exactly in the same mode as I am. So we're trying to blend all of these. It's super interesting R&D and super interesting challenge design. It's really fun to hear this stuff.